So, ich bin's wieder. Ich habe ein neues Video für euch und zwar habe ich mir Gedanken gemacht und da ich absolut in jeder freien Minute eigentlich mir YouTube-Videos anschaue und heute so schmunzeln musste, als ich ein Video gesehen habe, wo jemand ein Tauschbäckchen ausgepackt hat mit nur einer Hand, weil sie das Handy in der anderen Hand gehalten hat und keine, ja, kein wirkliches Stativ halt hatte, dachte ich mir, ich zeige euch einfach mal, wie ich das die ganze Zeit über gemacht habe, bevor ich mir für 2,50 € beim Action ein kleines Mini-Stativ für mein Handy gekauft habe. Und zwar kann man da ganz normal den Kassettendeckel von ja, einer Musikkassette nehmen. Ja, die etwas Jüngeren unter uns, die werden sowas nicht mehr kennen, aber die etwas Älteren, die wissen schon, was das halt ist. Und zwar klappt ihr den einfach auf und dreht den einmal so komplett um. Und ich habe mir, da ich ja jetzt mit meinem Handy auch filme, habe ich jetzt einfach nur meine Handyhülle genommen, um euch das mal zu zeigen, wie das funktioniert. Und zwar legt ihr das oder stellt ihr das Handy hier so dort rein in die Hülle. Es ist jetzt nicht wirklich hoch und ihr müsst auch gucken, dass hier die Kameraöffnung nicht hier an der Hülle ist, weil dann ist das Bild komplett verschwommen. Ihr solltet das Handy auch nicht so hinstellen, weil dann habt ihr nur ein ganz schmales Bild bei YouTube, sondern wirklich so halt reinlegen das Handy und dann könnt ihr auf Start drücken und es geht los. Und da mir das halt ein bisschen sehr langweilig war, habe ich ja ein bisschen mit Washi-Tape rumhantiert und habe mir das so ein bisschen verschönert. Mit Alice im Wunderland natürlich. Ja, das war einfach mal, da hatte ich Langeweile und habe mir das noch so ein bisschen schöner gemacht. Ja, ich hoffe, ihr müsst jetzt keine Videos mehr drehen mit nur einer Hand. Weil es ist, glaube ich, ganz schön schwierig, da Sachen auszupacken. Und euch gefällt das Video? Ihr könnt mir ja einen Daumen hoch hinterlassen und schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr noch wisst, was eine Musikkassette überhaupt ist. Ciao!